Ja, meine ganze Karriere hinweg werde ich von Sepp Hoffmann und seiner ganzen Firmen oder hauptsächlich Alpha Racing unterstützt. Und ja, ich muss sagen, die haben den größten Teil zu meiner Karriere beigetragen und haben auch 2010 dann meine Karriere gerettet, würde ich fast sagen. Für mich ist das normal, ich bin damit aufgewachsen. Ich finde es auf der Rennstrecke sicherer als im Straßenverkehr auf alle Fälle. Da muss man schon einen gewissen Verstand haben auf alle Fälle. Also gibt es einige Fahrer, die haben wenig Verstand, die passieren viele Unfälle oder unnötige Unfälle, die man vermeiden kann. Man muss ein gutes Verhältnis zwischen Aggressivität und ja, Zurückhalten haben und das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ich habe ein großes Ziel und das ist Weltmeister werden, das war immer schon mein Ziel. In der Superbike habe ich es leider nicht geschafft, aber wir haben jetzt eine Langstrecken-Weltmeisterschaft, was definitiv spruchreif ist und da werden wir alles dafür tun, dass wir das schaffen.